Ja, kann ich hier was machen? Ne. Ah, Moment. Sie konnte das ja nicht nehmen. Ach nee, der hat das ja runtergeworfen. Junge, dadurch, dass du dich erschreckt hast, habe ich mich jetzt mehr erschrocken als vor diesem komischen Geistergeheule. Boah. Hallo? Wer ist da? Das ist nicht gut. So, die Geister jetzt ankommen würden und sagen würden, hallo, ich bin ein Geist, ich will dich töten. Oh, da hängt schon einer. Aber den kann man sich nicht angucken, ne? Ist doch nicht der Ring, Sie oder? Sie waren hier. Okay. Sie waren hier. Nö. Wie nö? Hä? Ja, toll. Die Tür haben sie doch nicht abgeschlossen danach. Das ist noch eine Tür. Ja. Nein, du sollst nicht rausgehen, du sollst da hochgehen. Ich würde auch nicht durch dieses schwefelartige Zeug durchgehen wollen, aber du musst es tun. Damit wir die Geheimnisse herausfinden. Okay, ich denke mal, ich muss rechts weitergehen. Na, hätte sein können, dass du da reingucken kannst. Geh durch. Los. Auch wenn du hier nichts sehen kannst. So, Streit in Crew. Ausgelost durch. Jetzt in Gewahrsam. Gewalt verbreitet sich in der Crew aus. Erbitte Anweisungen. Achso, das war ein Telegramm wahrscheinlich. Ja, kann ich denn hier nichts mehr machen? Wo soll ich denn dann rum? War da noch eine Öffnung? Ach du heilige Scheiße! Was ist denn hier passiert? Das waren anscheinend die, die in Gewahrsam waren. US General Infantry, 14. Division. Ich glaube, das war ein Geheimnis. Ich habe jetzt gerade nicht so drauf geachtet. Da hat doch gerade... Da. Ein Gruppenbild! Okay. Hallo? Verflucht! Oh, toll. Perfekt. Wunderbar. Ja, finde ich auch. Da. Oh. Ja.
Mir auch. Mach sie fertig. Ich dachte, ich krieg hier wenigstens noch was zum Lesen. Was war das da eben? Ganz nah. Ja? Was habe ich jetzt angeklickt? Hallo? Hallo? Machst du das auch mal? Materialanforderungsformular, Mengebeschreibung, ein Atemgerät, ein Filter. Vorgesehene Ausgabe, ja. Eingabe von Gordon Young, abgelehnt. Falls abgelehnt, Grund der Ablehnung, Private Young wurde schon eine Gasmaske zugeteilt. Okay. Eine Gasmaske. Ist das wohl doch irgendein Gas? Mustardgas. Vielleicht sind sie hier durch. Ja, durch die Toilette oder was? Ich brauche was, um da hochzukommen. Oder ist das keine Toilette? Ich weiß es nicht. Lauf doch nicht davor, Mann. Okay, das ist jetzt einfach fies. Ja, finde ich auch, weil ich habe A gedrückt. Und das nicht gerade langsam. Mann. Aber mal ganz ehrlich, wenn die da durch wären, meinst du nicht, dann wäre wirklich was davor geschoben? Alex? Julia? Hallo? Die Post! Ich versuche immer Schrotmunition aufzunehmen. Stimmt, er hatte noch keine. Mhm. Heißt das, wir werden jetzt alle gerettet mit dem Helikopter? Sag bitte ja. Wäre mir auch noch egal, wenn die doofe Blonde mitkommen würde. Wobei ich den Bruder auch nicht besonders mag. Aber das ist nicht das Gleiche, ne? Nee, das ist ein anderer Gang. Besser. Besser. Verschwinde. Alex? Julia? Das so eine gute Idee ist, weiß ich noch nicht. Oh, oh, oh. Scheiße! Sag mir, was ich drücken soll. Soll ich nichts tun? Okay. Von wo komme ich denn jetzt?
Hat der Geist das jetzt gerade zu mir gesagt? Es ist die Besatzung, oder? Oder sind das meine Freunde? Was geht hier vor sich? Okay, keine Ahnung, was das ist. Irgendeine Patronenhülse, schätze ich mal. Das sah mir so eine Ratte aus. Nein, bitte kein Quicktime Event. Ich bin da so schlecht drin. Scheiße. Das habe ich gedrückt. Arschlöcher. Hallo. Guten Tag. Das habe ich jetzt aber gehämmert. Das war aber A. Doch, das war A. Ich wollte gerade noch sagen, ich glaube, die mögen mich auch. Gottes Namen ist das. Sommersonnenwende. Hallo, ist jemand hier, der mit mir tanzen möchte? Hallo? Dieser Ort ist seltsam. Was geht hier vor sich? Kann ich ja da jetzt nicht durch, oder was? Also irgendeiner hat hier wirklich zu viel magische Dinge betrieben, von denen er keine Ahnung hatte. Wie so eine Zweischädel. Da geht's, glaube ich, raus. Hat hier auch noch was? Ne, das war die Taschenlampe, ne? Haben wir denn hier noch irgendwas? Und ich meinte damit jetzt nicht, ob wir hier irgendwo Geister haben, sondern irgendwas zum Anklicken. Also ich bin ja ganz ehrlich, diese ganzen scheiß Quicktime-Events, die sind so kurz gemacht mit den 2,5 Sekunden oder was, wo man nur drücken kann. Das schaffe ich sehr, sehr selten. Okay, soll mal einer sagen, warum ich links rechts machen muss, anstatt nach oben? Oh, ein unheimlicher Sarg auf einer unheimlichen Bühne, die auch noch dazu ganz dunkel ist. Warum nicht direkt hingehen und nachschauen, ne? Kann ich nichts mehr drücken, ne? Nein. Wir sind auf der Titanic.
Okay. Geh doch mal dahin, da hat irgendwas geblinkt gerade. Hallo? Ja toll, da hat doch gerade noch was geblinkt. Hallo? Geh mal zum Blinken. Ist das ein Gesicht oder was? Ach nee, das ist der Schein der Taschenlampe. Oh, ich sehe schon überall Geister, selbst da, wo es keine gibt. So, ja. Ich denke mal, kann ich hier nichts mehr machen, oder? Hallo? Oh, diese Steuerung. Ah, Moment, da ist was im Wasser. Was mich wahrscheinlich jetzt wieder irgendwo in so eine Höllendimension rüberziehen will. Aber wir sind ja mal neugierig. Ja, geh auch dahin. Hä? Es blinkt direkt zu deinen Füßen. Das heißt, jetzt blinkt es nicht mehr. Jetzt stehst du anscheinend drauf. Hä? Ich kann auch nicht drüber gehen und klicken. Was ist denn das jetzt? Oder kann ich das nur von oben? Das könnte jetzt eventuell auch sein. Guck nach unten. Nee. Oder ist das der Sarg, der am Blinken ist und soll das gar nicht das Wasser sein? Also irgendwie blicke ich jetzt hier gerade nicht so ganz durch. Ja, aber das ist doch eindeutig im Wasser. Soll aber der Sarg sein. Na toll. Austretende Chemikalien. Ach so, dann kann ich jetzt die Tür nochmal untersuchen. Und finde immer noch das Gleiche. Okay. Das war wohl doch nicht das Rätsels Lösung. Ja, ich glaube, da war noch eine Tür, wo wir noch durch konnten. Oder ja, keine Tür, sondern was, wo man... Aber komme ich da nicht im Gleichen aus? Wenn ich da durch die Tür gehe? Da komme ich doch im Gleichen dann raus, ne? Hm. Gut, jetzt ist hier wieder alles neu. Beziehungsweise alt. Und warum war der Typ jetzt eben hier? Der aussieht wie einer von den Pinkertons. Brad, was machst du? Was ist los? Was zum Teufel?